Hallo, Freunde der finsteren Sonne. Oh, ich bin in... hallo, Freunde der finsteren Sonne. Heute DayZ. Das ist erstmal nur ein letztes Anspiel. Also bis jetzt habe ich in diesem Spiel verdammt viel gefailt. Weil ich andauernd sterbe. Weil ich einfach zu unvorsichtig bin. Und weil ich ertrinke. Verdammt. So wie jetzt. Arma 2 basiert das ganze Elend ja drauf. Das Problem ist, dass ich mit der Steuerung noch überhaupt nicht klarkomme. Also ich hab jetzt so die grundlegendsten Sachen gefunden, aber man kann anscheinend nicht springen und man kann anscheinend gar nichts. Also ich kann, also viel kriechen soll wichtig sein und ich habe anscheinend einen Server erwischt, der keine Third Person erlaubt. Das ist allerdings mehr oder weniger, naja, okay, es war keine Absicht, es war einfach die Notwendigkeit, weil ich habe einfach keine Auswahl gehabt. Es gibt nicht so viele Server gerade, also gerade jetzt um 20.15 Uhr. Also ich muss mich auch ein bisschen beeilen hier, weil es wird nämlich realistisch Tag-Nacht. Ich sollte vielleicht mal vorne anfangen. Also, DayZ ist ein Mod für Arma 2, Armed Assault 2, wer es nicht kennt, Militärsimulation von Bohemia Interactive, glaube ich heißen die Jungs. Ist für mich, wäre persönlich mir gar nichts, aber DayZ war mal ein Mod, den ich, das war der einzige, davon ist schon einer, verdammt. DayZ ist der einzige Grund, warum ich mir das Spiel überhaupt gekauft habe. 25 Euro in der Combined Action Edition. Naja, wie auch immer sei. Spaß hatte ich schon, beziehungsweise eigentlich mehr Spaß damit wegzurennen. Es ist nämlich so, dass das Chernoros, also das Land von Arma 2, das fiktive osteuropäische Land, wurde irgendwie von Zombies überrannt. Wir sind einer von wenigen Überlebenden. Draußen gibt es jede Menge Zombies. Das Spiel ist natürlich noch eine Alpha. Wie sollte es anders sein? Ja, und es ist anscheinend sehr wichtig zu schleichen. Anscheinend war es bis gestern noch so, dass man zu Beginn wissen eine Pistole gekriegt hat, die man aber eh nicht benutzen konnte, weil ein Schuss abgefeuert hat, man 20.000 Zombies in den Hacken gehabt. Das ist jetzt nicht mehr so. Da vorne ist ja noch einer. Ja, falls es gelingt, ich mal ruck, das liegt daran, dass Arma 2 trotz gar nicht mal so guter Grafik abartig hohe Anforderungen hat. Ja, das ist... Naja, Also wir fangen übrigens immer am Meer an, also wie wir jetzt gerade hier sehen, wir sind am Meer. Hey! Aber das bringt uns nicht weiter und wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal erste Ausrüstung, weil wir haben jetzt eigentlich quasi gar nichts. Ich habe mir natürlich schon ein paar andere Let's Plays angeguckt, im Moment habe ich eine Bandage, Schmerzmittel und eine Tasche. Ich glaube, in der ist sogar noch was drin, ich muss mal kurz die Tasche hier aufmachen. Ja, eine Taschenlampe, hervorragend! Die Taschenlampe, ja. Die werden wir noch brauchen, und zwar sobald es düster ist. Ich mal sehen, ob ich sozusagen noch aufnehme. Ich glaube nicht, weil ich habe noch ein paar andere Projekte. Aber sobald es düster ist, werden wir dieses Ding lieben, weil Arma hat echten Schatten. Also nicht so ein Schatten, wie man es sonst normalerweise kennt. So, ach naja, drehen wir ein bisschen die Gamma hoch und schon sehen wir was. Nee, Arma ist da anders. Wenn hier Nacht ist, dann ist hier Nacht. Ja. Unten im Chat wird man auch einiges zu lesen kriegen. Also ich habe mir eine Karte ausgedruckt, aber das ist eigentlich total egal, wo wir gerade sind, weil wir sind auf jeden Fall in Schwierigkeiten. Also wir werden wahrscheinlich, beziehungsweise ich werde einmal öfter sterben, weil mit Schleichen habe ich es nicht. Wir sind hier auf dem freien Feld. Oh Gott, ich glaube, der hat mich gesehen. Zack, zu Boden. Man sieht oben rechts, also wenn so halb verdeckt vom Debug-Monitor, sieht man eine Anzeige, wie gut wir sichtbar sind, wie gut wir zu hören sind. Im Moment sind wir gar nicht zu hören und minimal sichtbar. Das heißt, die Viecher müssten quasi bei uns rüberkrabbeln, damit sie uns sehen. Das wird hoffentlich soweit gar nicht erst passieren. Ja, die Grafik sieht gar nicht mal so gut aus, aber... Ich bin mal gucken, ob man da nicht noch was machen kann, weil das Spiel ruckelt nicht wegen der guten Grafik, sondern wegen irgendwas anderes komischen. Ich habe übrigens die Erfahrung gemacht, da hab ich nicht gesehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, vor Zombies wegrennen macht auf freien Feld nicht so viel Sinn. Und weil das mir halt die Puste gegangen, das war kurz bevor ich aufgenommen habe, deswegen konnte ich gerade so wunderschön neu auf. Und da hinten ist ein Haus, aber da müsste ich übers freies Feld. Ja, wegrennen hat nicht so viel Sinn. Und wie sind die da im neuesten Update? Also ich habe das noch nicht so ganz verfolgt, aber anscheinend sind die Zombies neuerdings schneller. Und das ist irgendwie verdammt schlecht. Für mich. Noob. Das Problem ist auch, dass man, also im Moment gerade zu dieser Uhrzeit sind alle Server pottenvoll. Ich habe Glück, dass ich überhaupt eins habe. Einen gefunden habe, der mich drauf lässt. Und vor allem die nicht finstere Nacht. Ich war vorher auf dem russischen Server. Und das ist ja 2 Stunden später und da war es dann halt echt düster. Ja, ich sollte mir vielleicht irgendwie die Aufnahmen zu also anderen Uhrzeit machen. Schau. Ja gut, das langsam hin und her schleichen hat Sinn, also ich würde mal sagen, wir schlagen uns jetzt zu den Gebäuden durch, was könnte das sein? Wo hat er uns gesagt, sind wir an? Ne, wir sind nicht bei Elektrozatwurzre. So, mit Solchini sind wir auch nicht, ja, ich kann kein Kyrillisch, ich hätte damals in der Schule nicht Französisch nehmen sollen, das rächt sich jetzt alles wieder. Jetzt habe ich hier Probleme, mich hier durchzuschlagen. Ja, schön. Also ich habe schon gesehen, anscheinend ist es relativ wichtig, am Anfang irgendwie zu einer Axt zu bekommen und irgendwie essen, weil man kann natürlich auch Hunger haben. Das wird uns hoffentlich nicht so schnell passieren.
Also, naja, doch, es wäre schön, wenn es passieren würde. Das würde mich heißen, dass ich länger als 5 Minuten gelebt habe und nicht wieder tot bin. Im Moment haben wir 380 Zombies, die am Leben sind, und 530, die anscheinend tot in der Ecke rumgammeln. Ja, Zombies töten brauchen wir uns keine Hoffnung machen. Wir können nicht zuschlagen. Wir haben nur diese Taschenlampe, die ich noch nicht rausgefunden habe, wie sie funktioniert. Doch, ich weiß, wie sie funktioniert. Mit L. Oder auch nicht. Na gut, vielleicht geht das Ding am Tag aber einfach nicht. Ist mir jetzt eigentlich auch gerade ziemlich egal, weil ich hätte gerne irgendwie eine Pistole. Das ist eigentlich am liebsten eine Armbrust. Es gibt in diesem Spiel eine Armbrust, das weiß ich jetzt schon. Zwar Armbrustbolzen gleich mit dazu. Schön, wie sich das ganze Gras hier umlegt. Also man kann ja auch PvP betreiben, also andere Spieler töten, die raus zum Klauen. Das wäre ja so mein Fernziel. Mir irgendein Scharfschützengewehr besorgen und dann in der Nähe von irgendeiner Stadt einfach nur warten. Natürlich nicht. Habe ich was gehört? Nee. Da hinten ist eine Tankstelle, wie ich das richtig sehe. Man kann auch Auto fahren, also ich habe mal... Okay, durchgelesen habe ich mir eigentlich gar nicht viel, aber ich habe mir halt andere Sachen angeguckt und der wiederum hat sich was durchgelesen. Man kann... Ich habe einen Hubschraubermotor gefunden. Zwischendurch mal in einem meiner Testing, ob ich nicht richtig geladen hat. Da konnte ich dann frei durch die Gegend laufen, habe aber keine Zombies gesehen, aber habe einen Hubschraubermotor gefunden. Also ich weiß nicht, ob man Hubschrauber fliegen kann. Ich halte das eher für unwahrscheinlich. Aber auf jeden Fall kann man ein Auto fahren. Dann hat man natürlich auch ein riesen Inventar, weil im Moment habe ich... Ist das hier... Junge! Und der steht ja auch für sein Inventar. Im Moment ist das hier mein Inventar. Fernglas, Fernglas haben wir nicht. Gewehr haben wir auch nicht. Pistole haben wir auch nicht. Und ja, steh ich noch höher hin. Genau. Auf dem Boden mit dir. Na gut. Ich sehe hier gerade sowieso keine. Die Sichtweite müsste relativ hoch sein. Also zumindest habe ich das, oder? Naja gut, relativ hoch, 2000. Ja, Quality Preferences Very High ist jetzt natürlich nicht so der Hammer. Was? Verdammt. Also die Einstellungen von Armor sind da irgendwie ein bisschen seltsam. Also Video irgendwie default war zum Beispiel das Ding, worüber ich gestolpert bin. Das heißt einfach nur, dass er einen ganzen nimmt, weil High bedeutet sonst nur 512. Arbeit, nicht aufstehen, Junge. Ja, wie gesagt, ich habe es mit der Tastenbelegung noch nicht so ganz raus und deswegen kann es ab und zu mal vorkommen, dass ich hier Murks mache und auf einmal aufstehe auf dem Feld. Dann habe ich natürlich drei Balken Sichtbarkeit, was schon mal schlecht ist, vor allem meiner... Oh, das sieht gut aus. Zombies sind vor allen Dingen in der Nähe von Behausungen zu finden, was natürlich irgendwie spielerisch schlecht ist, weil in der Nähe von Behausungen sind, ist auch leider das Zeug zu finden. So, ich laufe jetzt einfach mal hier einen Meter. Ja, es kann wie gesagt vorkommen, dass ich relativ schnell verrecken werde. Hier sind gleich mehrere Häuser. Oh, ist das schön. Oh, keine Gammelköpfe. Oh, das ist ja noch besser. So, komme ich hier rein? Natürlich nicht, oder? Ne, Tür ist zu. Man kann natürlich nicht alle Häuser betreten. Wie sollte es anders sein? Oh, eine Axt, eine Axt, eine Axt, eine Axt. Kann ich auch mitnehmen? Ja, verdammt. Ich habe es befürchtet, dass ich eine richtige Axt finden muss. Die da ist nämlich nur Außenwelt. Verdammt. Mülleimer kann ich auch nicht plündern, auch sehr unglücklich. Ich würde ja ein bisschen irgendwo lieber starten, wo es ein bisschen geschützter ist, aber das war mir leider nicht vergönnt, also wie kann ich denn hier kriechen? X, Y, Y, Y ist kriechen, also eigentlich Z, aber amerikanische und deutsche Tastatur kennt man ja. Es sind übrigens 39 Grad, ab 36 Grad wird mir kalt. Wenn mir kalt wird, ist auch Butter bei den Fischen, das ist auch nicht gut. Also eigentlich ist gar nichts gut hier. Zombies sind schlecht, keine Waffen ist schlecht, kein Essen ist schlecht. Ganz welche Wasser brauche ich, glaube ich, auch. Ich habe noch gar keine Illusion gemacht, wo ich Wasser herkriege. Oh, die Tür sieht irgendwie öffnbar aus. Oder? Na gut, stehen wir erstmal auf wieder. Ja, natürlich ist die Tür nicht öffnbar. Ja, Aber da hinten ist noch eine Axt. Kann ich die vielleicht mitnehmen? Muss da doch wieder so ein... Nee, okay, gut. Äxte sind nicht meine Freunde, so wie es aussieht. Die Tür sieht ja auch nur sehr nach. Ach, verdammt! Dass ich auch mal durch die Kulisse gehen muss. Also weniger kulissige Häuser wären mir ja lieber. Okay, versuchen wir es da unten bei der Tankstelle. Wie sieht's hier aus? Ja, Third Person wäre natürlich irgendwie praktischer. Aber es sieht gut aus. Ich meine, den Zombie da hinten sehe ich. Den da rechts auch. Oh, will ich wirklich zur Tankstelle? Ich glaube, das muss ich mir nochmal überlegen. So, die kann ich doch gar nicht erzählen. Da müsste ich aber Gott... Nee, ich glaube, ich gehe mal lieber zu der Häuseransammlung da hinten rechts. Links, meine ich. Weil da stehen mindestens 4 Häuser, weil eins davon 100%ig betretbar sein sollte, oder? Ich meine, die Tankstelle da rechts, die ist... Warte mal, ich kann auch hier... Ja, genau, ich kann zoomen. Kann ich. Also die Musik wirkt deutlich bedrohlicher, wenn man selber spielt, merke ich gerade. Wo ich zugeguckt habe... Also, vorhin war es klar, dass ich entdeckt wurde, aber... Wo ich zugeguckt habe, jemanden, da war das nicht so... oh Gott, oh Gott. Ich glaube, es ist ein Spiel zum selber spielen, habe ich das Gefühl. Also die Grafik kann man übrigens noch machen, wer sich hier extrem dran bricht, dass es hier alles so aussieht, wie es aussieht, wo so schön ist es gerade gar nicht. Aber ein paar Texturen sind halt echt ein bisschen niedrig aufgelöst. Ich glaube, es gibt da was von Ratiofarm. Oh, 40 Grad, hervorragend. Und das flattern hier irgendwelche Insekten. Da rechts sind 2 Zombies, habe ich gerade gesehen, oder? Sehe ich da Bewegung? Da stehen natürlich auch so eine... Ah, die Tankstellenhütte. Moment mal, da bewegt sich was drin. Ist das ein Spieler?
Das kann man nicht erkennen aus der Entfernung. Hä? Wie ist das komisch ruckelt? Also wenn ein Zombie ist, dann ist die Tankstelle sowieso gerade gestorben. Und auch beim Spieler ist nicht gesagt, dass der Typ mich in Ruhe lässt. Naja, lassen wir das mal lieber. Ich würde das Spiel liebend gerne mit anderen Leuten zusammenspielen. Aber Freundeskreis war bis jetzt noch nicht zu überzeugen wegen der Anfangsinvestition von krassen 25 Euro für die Dingens. Wie heißt das? Ich habe nicht mal eine Packung, wo ich drauf gucken könnte, weil ich das über Steam gekauft habe. Die Combined Action, genau. Ach, steht hier oben auch. Arma 2, AO, Burnout TV, bla bla bla. No File Patching, no Splash Content, bla bla bla, no Games. Oh Gott, das ist die Kommandozeile lang. Wie nur sei, alleine ist natürlich im Moment gerade ein bisschen bedrückend. Ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert mit dem Multiplayer. Ob man dann gleich gemeinsam startet oder ob man sich es finden muss. Aber es soll auch so sein, dass wenn man die ersten paar Tage überlebt hat, erfolgreich, dass es dann gar nicht mehr so schwierig ist, das Spiel. Also die Entwickler arbeiten im Moment noch fieberhaft an weiter. Übrigens über den Sandrobben, ich habe das mal selber gemacht, berufsbedingt. Das ist gar nicht so schön. Ich höre hier was. Das gefällt mir überhaupt nicht. Junge! Ich weiß nicht, ob es da Unterschiede gibt, aber ich glaube, es gibt Läufer, Kriecher und halt so eine Buckling wie den da. Und ich hätte mal echt darauf achten sollen, wo ich am Anfang war. Das hätte mir enorm geholfen. So, kann ich jetzt wagen, hier über die Bahnschienen zu gehen und mich da durchzupacken? Ich höre doch was von rechts. Nee, doch nicht. Ja, das ist... Achso, das bin ich selber, wie ich hier rüberkratze. So, der Kollege, der sieht mich aber nicht, solange ich hier, solange ich hier mir einen abkrieche, ist alles gut, glaube ich. Alter, die Spannung, das, glaube ich, das kann man ganz, ganz schlecht transportieren im Video. Alter Schwede, das hätte ich nicht gedacht. Das ist das erste Mal überhaupt, dass ich hier mal ein bisschen spielen kann, weil sonst, ich habe das gestern Nacht ausprobiert. Gestern tagsüber hatte ich zwar auch so halbwegs Zeit für, aber das... Naja, so halbwegs Zeit hat ja zu viel gesagt, aber ich habe es halt kurz ausprobieren können. Gestern Nacht war halt doof, weil da war auf jedem Server düster. Da bin ich zwar ein bisschen rumgerannt, aber ich war dann halt irgendeine Bahnschiene habe ich gefunden. Ich habe dann so ein Knicklicht habe ich gefunden. Es lag da auf dem Boden rum. Ich weiß nicht, was das sollte. Dann bin ich ein paar Meter gelaufen und dann war es wieder stockfinster und dann, naja, war doof. Weil man sieht ja selber nichts. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie dunkel das ist. Das ist einfach nur schwarz. Man sieht am Horizont so ein bisschen Licht. Halt so, wie es überall in Europa mal ausgesehen hat, bevor die Nächte lang elektrisches Licht war. Ich weiß auch gar nicht, ob in solchen Ortschaften hier Licht scheint. Ich meine, da hinten sieht eine Lampe. Es sieht schon elektrifiziert aus. Ich sollte Anti-Aliasing anmachen. Das fällt mir gerade so auf. Das sieht echt schlimm aus. Und ich glaube, den Frames ist das auch nicht abträglich. Die sind davon mindestens gerade 18. Aber ich glaube, das fällt eh nicht auf, weil ich hier gerade nur das Gemüse robbe. Ich hätte wirklich darauf achten sollen, wo ich bin. Hätte ich jetzt auf der Karte gucken können. Aber theoretisch müsste ich... Wo gibt es denn hier viele Ansiedlungen? Okay, gut. Ich hoffe mal, die Geräusche haben nichts damit zu tun. Ich habe das noch nicht so raus. Was für ein Geräusch? Was, war ich hier nicht vorhin schon? Also, wenn mich nicht alles täuscht, ist es genau das Dorf, wo ich vorhin schon war, wo ich dann verreckt bin. Aber dann habe ich alles um mich weggewischt. Weil da bin ich nämlich, total tollpatschig bin ich da einfach reingelatscht in die Landschaft und das war dann nicht so erfolgreich. Oh, ein Haus. So, gucken wir mal, da hinten sehe ich leere Dosen. Oh shit. Also die Gammelköpfe können übrigens auch Türen aufmachen. Wie es mit durch Fenster gucken aussieht, weiß ich nicht, aber Türen aufmachen definitiv. Alter. Wir sind zum... Oh, scheiße, ich bin so tot. Oh, geh auf die Tür! Also ich versuch's mal hier einfach über die Felder zu rennen, schmeiß mich da hinten gleich in den Sand und hoffe, dass der nicht schnell genug blickt. Also der Weg findet haben's die Zombies zum Glück noch nicht so. Aber man gut auch. Die schmeiß mich jetzt hier einfach in die Gemüse. Also es sieht fast aus, als hätte er meine Witterung verloren. Alter, der war ja wirklich nah dran, ne? Warten wir mal kurz ab, ob der irgendwann weggammelt oder ob ich mich ja jetzt langsam bewegen muss. Ich persönlich möchte mich eigentlich nicht bewegen. Na komm. Oder sieht der mich die ganze Zeit in der Warten auf mich zu? Er dreht sich doch so weg. Junge, hau ab! Ja, ich glaube, er hat mich verloren. Er versucht mich zu wittern. Ich hoffe, der Wind steht... Nee, der Wind steht total schlecht dafür, fürs Wittern. Krass, das ist so funktioniert, hätte ich nicht gedacht mit den Abhauen, meine ich. Das war jetzt nur mehr so eine Theorie, beim letzten Mal hat es halt nicht funktioniert. Mit einer super Taschenlampe hier. Ich hätte eine Pistole. Ich weiß auch gar nicht, ob das Ding irgendwie Akku hat oder ob das Teil einfach, ob das eine Schütteltaschenlampe ist, die einfach ewig hält.
Ja gut, ich kriege dann mal langsam rückwärts. Sieht übrigens nicht aus wie Kriechen, aber scheinbar funktioniert. Auf jeden Fall erstmal Abstand zwischen den Kollegen und mir gewinnen. Dann zurück zum Haus. Ich war da noch nicht fertig mit erkunden. Da habe ich zwar augenscheinlich erstmal nichts gesehen, aber... Boah, Junge, jetzt... Alter, das ist mir eindeutig nicht weit genug weg. Da hinten steht so eine kleine Hütte am Wegesrand. Und daneben ist natürlich noch ein Zombie. Ah, total Zombie versucht die Landschaft hier. Ist ja unglaublich. Ja, ich brauche eine Waffe, aber sowas von dringend. Oder nur, wenn es sein muss, auch nur um ein letztes Gefecht zu machen. Aber ich brauche eine Waffe. Oh ja, gut. Der Kollege bleibt da stehen. Ich glaube, der hat mich endgültig verloren. Das ist super. So, das Haus da mit dem roten Dach. Das hole ich mir. Wenn ich mal echt wüsste, wo ich bin, das wäre mir wirklich, das wäre mir ein Fest. In Solvinditch war ich dann, war ich gerade in Solvinditch? Also die Karte hier liegt auf meiner Tastatur, die habe ich ausgedruckt, die ist schwarz-weiß, weil ich nur einen Schwarz-Weiß-Drucker habe. Aber immer einen Laserdrucker, yay. Ich könnte 2000 mal die Karte ausdrucken, aber ich kann sie leider nicht farbig drucken. Das ist echt ein Nachteil, weil die Karte macht farbig nur richtig viel Sinn und vor allen Dingen in was Größeres als DIN A4 wäre die auch ganz sinnig. Was haben wir denn hier? Balatona. Balota? Ich glaube, nee, Balota ist ein Flugfeld. Das ist natürlich wieder die... Ein bisschen unlogisch, dass ich mich im Kriechen so schnell drehen kann. Naja, was soll's. Möchte ich mich mal nicht beim Realismus-Shooter beschweren, dass er unrealistisch ist. Kriechen wir hier weiter mal rüber und hoffen, dass ich diesmal in das Haus komme, ohne gleich angefallen zu werden. Dass der Debug-Screen da ist verdeckt, sondern ich lasse mal die Shift-Taste los und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schneller krieche. Ah, Kriechen ist echt verdammt wichtig. Ich glaube, ich muss das Projekt hier auch, wenn ich das weiterverfolgen möchte, wenn ich das letzte Anspiel ein bisschen... ein alter Elektrokasten. Beziehungsweise in diesem Fall wäre er wahrscheinlich neu. Wenn ich das letzte Anspiel ein bisschen ausdehne... Oh, die Tür davon hat eine Türklinke. Das hatten viele andere Türen nicht. Probieren wir es mal. Was ich gerade sagen würde, wenn ich das letzte Anspiel ein bisschen in die Länge dehnen will, muss ich entweder mit Lustchen... Komm, geh auf, Tür, geh auf. Scheiße. Aber ja, klar. Also im Moment bin ich gar nicht sichtbar für niemanden. Das finde ich natürlich super, aber ich bin dafür... Ich höre doch hier schon mehr Gammelköpfe. Dessen wäre Third Person super. Da könnte ich mich besser am Ecken gucken. Ist der gerade. Ist der hinter mir? Oh, scheiße. Ich blute übrigens, wenn ich das richtig sehe. Und ich habe jetzt eigentlich auch keine Hoffnung noch irgendwie zu überleben. Ja, ich werde jetzt sterben. Definitiv. Warte, ich kann mich ja hier hinter noch packen. Ich kann es versuchen, mich mal kurz selber zu ver. Ach nee, das geht ja auch nicht. Also, man könnte sich theoretisch selber verarzten, gegen die Blutung was tun, aber. Nicht, wenn hier lauter Gammelköpfe sind. Oh, hat die Blutung angehört? Nein. Also das ist ein Element, was aus Arma 2 und Alter, ich habe hier keine Chance. Das ist freies Feld. Man sieht doch schon, das Bild wird schon... Das Wackeln, das kommt nicht nur vom Laufen, das kommt auch tatsächlich davon, dass ich blute. Da oben sieht man ja aber unter Bandit-Kills ist Blood. Und naja, Blood sieht nicht gut aus. Ich müsste eigentlich direkt mal... Die Linke ist eigentlich günstig. Ich probiere mal, ob ich mich gegen die Tür gegenstemmen kann. Ob das irgendwie geht. Das geht natürlich davon aus, dass ich die Tür aufkriege. Was übrigens nicht der Fall ist. Uah. Da hinten ist noch mein altes Haus von vorhin. Gegen die Tür gegenstemmen wäre natürlich super, aber die geht von außen auf. Das ist natürlich nicht so gut. Die werden ja bekommen, meine Spur verloren haben, oder? So, bandage myself. Also, jetzt sieht es gerade gut aus. Die kommen. Also, bis jetzt ist noch keiner reingekommen. Ich bin ja. Oh Gott, jetzt habe ich mich mit 8600 Blut verbunden. Das ist eigentlich nicht so richtig viel, muss ich sagen. Aber gut. Wir leben noch. So, jetzt nicht den Fehler machen, du irgendeine Taste. Ich bin, glaube ich, so gut. Also ich glaube, Türen schließen ist hier eher nicht so günstig. Also es bringt mir nichts. Vor allem in dem Haus hier liegt doch nichts. Oder kann ich in den Schubfach noch was machen? Nee. Hier wäre noch was gewesen, aber ich glaube, die Dose ist leer einfach nur, oder? Kann ich die Dose jetzt wissen nochmal öffnen? Bevor ich sterbe. Hallo, Zombie. Jo, hätten wir jetzt eine Waffe, könnte ich jetzt was machen, aber so, glaube ich, sind wir ziemlich verloren. Oh Gott, jetzt bin ich nicht mehr raus. Boah, ich bin tot. Letztes Mal habe ich mich sterben lassen. Das, ja, wenn ich den Wissen im Nahkampf niederprügeln könnte mit meiner Taschenlampe, wäre ja alles gut, aber... Das ist eigentlich ganz süß. Ich glaube, das ist auch der Pingas, der durch den Server laufen. Durch die Wand laufen kann. Hinter der Wand sind auch welche. Ja, naja, Alpha und so, ne? Oder ist das überhaupt Alpha? Oh Gott, jetzt kommen hier noch mehr. Ja, ich bin definitiv tot, möchte ich mal sagen. Wir können uns noch mal kurz die Zombies angucken. Ja, hier gibt es keine Rettung mehr. Ich lasse mich jetzt mal töten, mal gucken, wo er als nächstes auftauchen. Hallo Zombies.
Wenn ich ignoriere mich die Freunde, dann könnte ich natürlich locker durchgehen, aber irgendwie. Die haben sich gerade verbuggt, die Freunde, glaube ich. Das wäre natürlich meine Rettung, wenn ich jetzt irgendwie an die vorbeikommen würde. An die komme ich leider nicht. Die sind noch nicht bereit, mich zu töten, ihr Penner. Ah, es ist schon drei. Oh Gott. Die übrigens alle ziemlich ähnlich aussehen. Die haben nur andere Hüte. Ja, ich bin definitiv tot, würde ich sagen. Oh, ich bin hier durch die Tür gekommen. Das ist ja klasse. Jetzt gehen wir wieder raus. Machen wir die Tür zu. Es ruckelt doch gerade extrem stark, muss ich sagen. Naja, ich muss mit der Grafik muss ich auf jeden Fall nochmal gucken, ob ich da nicht irgendwas tun kann. Ja gut, Handys dank... Quatsch, Handys. Zombies dank Bug überlebt. Schön. Die rennen, glaube ich, schon wieder hinter mir, ne? Hm. War ja klar. Na gut, dann gucken wir mal zur Tankstelle, wo wir jetzt sowieso schon auf der Flucht sind und so gut wie tot. Kann ich auch nochmal zur Tankstelle gehen? Ich frage mich auch gerade, warum die Frames gerade droppen. Also ich meine, ohne Grund. Wenn wir sind genau vorher hier an der gleichen Stelle vorbeigelaufen und... Oh ja. Genau an der gleichen Stelle vorbeigelaufen und da war es auch nicht so schlimm. 9 Frames. Und bald sind wir wieder bei 7, wo ich mal am Anfang war, bevor ich was gemacht habe. Oh, guck mal, da hätten wir was holen können. Oh, schade. Nee, doch nicht. Ach, da ist Stacheldraht auf der. Aber wir sehen, da liegt Munition. Die hätten wir natürlich super gebrauchen können. Cancel Action. Lee Enfit Magazin und. Was? Second. Ich glaube, das ist Pappgun-Munition, aber das bringt uns leider auch nicht mehr richtig viel. Weil wir hier nicht mehr alleine sind. Hallo Jungs. Ja, das ist natürlich schlecht jetzt, ne? Weil sonst sind wir hier nicht tot, oder? Also Sterben zieht sich ganz schön hin, sehe ich gerade. Also es gibt da, ich habe Knochenbrüche, sehe ich gerade. Aber ich weiß nicht was. Ich habe im Wiki gelesen, ab einem bestimmten Blutlevel fällt man ab und zu mal in Unmacht und, aber ich denke, das kann uns jetzt egal sein. Irgendwann sieht man schwarz-weiß. Oh, guck mal, ein Fahrer. Oder einfach nur ein Bauer in einem komischen Mantel, weiß ich natürlich nicht. Vorhin hätte ich nicht gedacht, dass wir durch Stacheldraht durchkommen. So, bin ich jetzt lange mal tot? Achso, ich bin gerade bewusstlos geworden. Okay, ich bin minus 500 irgendwas. Ich glaube, ich bin tot. Jo, schön. War ja total erfolgreich. Twigen. Ja, ich glaube, ich bin einfach nicht vorsichtig genug, habe ich das Gefühl. Also ich lasse zu wenig Vorsicht walten. Das ist irgendwie die Debug-Landschaft. Da war ich auch schon mal drauf, weil ich irgendwie die falsche Version auf dem Server hatte. Dann läuft man auf dieser Landschaft hier rum, was einfach nichts ist. Aber dafür hat man da schön viel Frames. Achso, sieht ja keiner. 50 sind da gerade. So, jetzt sehen wir nochmal die Missionsdaten nochmal durch und dann müssen wir nochmal spawnen und dann mal gucken, wo wir es diesmal hin verschicken. Diesmal sollte ich mir den Namen merken. So, Mail bitte. So, wir sind in Kamarov. Das ist... wo ist Zölle denn? Komarovo. Ist Balatoa ist als nächstes in der Nähe. Das ist ziemlich im Süden der Karte und da unten ist so ein... Hä, was ist denn? Ist das ein Mini-Leuchtturm? Das war übrigens gerade das Zeichen für Verbindungsschwierigkeiten. So, hier haben wir dann komischerweise wieder 30 Frames. Überraschend. Ja, kann ich mir nicht so ganz erklären. Also, naja, gut, lag vielleicht am Wald. Ja, ich muss mal gucken, ob man da nicht mal was tun kann. Also, ich habe da gestern rudimentär rüber gegoogelt. Da war es auch Nacht, dann konnte ich die Grafik auch nicht mehr so richtig testen. Und ich habe dann Arma selbst mal gestartet und da hatte ich dann auf einmal 50 Frames. Das ist ganz komisch. Also, es soll teilweise auch am Server liegen. Auf dem Server gestern, wo ich war, auch wenn es dunkel war. Na gut, es könnte wirklich an der Nacht gelingen. Da hatte ich auch deutlich mehr Frames. Es ist kein Leuchtturm in dem Sinne, es ist eher so ein. Naja, so ein kleinerer Leuchttürmchen, möchte ich sagen. Aber vielleicht liegt da was drin. Ich weiß auch gar nicht, wie es so steht mit dem Respawn von Dingen. Ich weiß nicht, ob es da gut aussieht oder schlecht. Oder wie komme ich denn? Achso. Also benutzen ist immer mittlere Maustaste. Ich bin deswegen komplett verwirrt gewesen mit dieser Arma-Steuerung. Jetzt haben wir übrigens 40 Frames. Na gut, ist noch nichts darzustellen. Ja, ich habe leider nichts anderes zu reden, außer die Frames, weil... Ja, ein Elektrovoltkasten ist ja schön. Also man kann sich ein bisschen die Landschaft angucken und zuschauen, wie trostlos nicht alles ist. Also wir sind hier, wie gesagt, in Osteuropa, da ist öfter mal regnerisches Wetter. Also wenn ich die Straße runtergehe, dann komme ich nur nach... Also die Straße runter in diese Richtung, hier bin ich, glaube ich, letztes Mal auch gespawnt. Also nach Kamenka komme ich da, aber da ist einfach mal gar nichts. Also wenn, sollte ich nach Balota und danach nach Tschernogorsk. Das ist eine große Stadt. Ich würde auch gerne zum Airfield, also... Planquadrat 315. Hm. Schade, dass niemand sehen kann, wie ich hier mit der Karte rumfuchtel. Naja. Ja, es gibt leider keine Ingame-Karte. Beziehungsweise es gibt wahrscheinlich eine, nur ich habe sie noch nicht gefunden. Die würde ich ja auch verwenden, wenn ich sie denn hätte, aber ich habe sie leider halt nicht. Ach ja. So. Aber dann kann man hier schön rausgucken. Also richtig zielführend ist unser Leuchtturm nicht. Das heißt, wir joggen jetzt erstmal eine Runde am Wasser. Ich weiß nicht, wie Wasserschall die. Oh, noch 2 Grad, nicht friere.
Ich habe leider irgendwie anscheinend keine winterfesten Klamotten dabei. Ich glaube, die Temperatur, das sind doch keine Celsius, weil wenn die 38 Grad Celsius wären, dann wäre ja verdammt warm. Aber so wie es hier aussieht, würde ich es eher so auf 18 vermuten. Nicht auf 38. Na gut, da steht doch nicht Grad Celsius, da steht nur C. Das kann alles heißen. Vielleicht Tschernorus. Das ist die Einheit von diesem Land. Ich weiß auch nicht, ob man nicht irgendwo anders noch Ausrüstung finden kann. Also nicht nur in Häusern, sondern auch halt in besonderen Orten. Also mir fällt gerade ein, es wäre vielleicht auch gar nicht mal so unklug, wenn ich statt zur nächstgrößeren Stadt zu latschen, also nach Balota, wo ich auf jeden Fall... Oh, was ist denn da? Was? Ich sehe da gerade auf der Karte, da ist so ein längliches Ding. Jetzt ein Airstrip ist da. Also ein Flugfeld. Okay. Das ist ein Mensch. Kann ich dir mal Hallo sagen? Ich weiß nicht, wie ich den Chat wechseln kann. Ich kann nur... Doch, warte mal. Kann ich nur meiner Gruppe chatten? Warte, wie war denn das? Ich habe das gestern schon mal hingekriegt. Da konnte ich schon mal auf global wechseln, aber ich habe mir leider ein bisschen vergessen, wie das geht. Warte mal, war das vielleicht so mit Pfeiltasten? Ja, so war's. Direct Communication? Ja, genau. Hallo. Vielleicht schreibt er mit mir. Warum renne ich jetzt eigentlich schon wieder so komisch schief? Also das habe ich auch manchmal, dass ich irgendwie komisch schief laufe. Also ich drücke jetzt hier gerade geradeaus und er rennt diese... Ach so, weil er nur den Kopf drückt. Bewegt. Aber er hat mich anscheinend noch gar nicht wahrgenommen, der Mensch. Der duckt sich auch mal schön ab. Nein, werde ich schön die Suppe versalzen, den Freund. Hö. Ach, deswegen. Ich kann meinen Kopf drehen. Warte, ich muss meinen Kopf mal richtig... Nee, nee. So sieht er mich? Nee, sieht mich nicht. Ja, ich laufe gerade wie ganz komisch. Warte mal. Back Edmund Codus connected. Na schön. Ja, ich weiß nicht, ob der mich ignoriert. Da tun kann er mir nichts, weil er hat keine Waffe. Hallo. Oh, verdammt, verschrieben. Na gut, ich glaube, er ignoriert mich ja ebenso, wie ich ihn ignoriere. So, warum kann ich jetzt eigentlich nicht? Ich kann nur in eine Richtung rennen, und zwar in diese da. Oh, liegt das in meiner 5? Also ich hab mir Chatten auf die 5 gebindet. Das war vielleicht nicht die klügste Entscheidung. Weil auf Enter hat es wenig funktioniert und Enter durfte ich auch nicht belegen. So, da vorne ist auf jeden Fall bald Tor, wenn ich das richtig herauslese aus meinen Informationen. Baltor hat in der Tat, heißt die Stadt überhaupt Baltor? Ne, die heißt Balota. What? Jetzt ist mir meine Karte weggefallen. Na gut, ich brauche sie eh nicht. Ja, warum habe ich denn hier bitte schon meinen Rücken? Was ist denn hier los? Ja. Mein bester Kumpel hier auf jeden Fall. Die werde ich mich noch anfreunden, denke ich mal. Oder ich lasse ihn von den Zombies fassen. Oh, da, eine Fabrik halt. Das sieht natürlich richtig gut aus. So vom Pfund-Dingensmäßig halt. Schade, dass ich keine Möglichkeit habe, mit denen zu kommunizieren. Ich glaube, Voice ist ja auch disabled. Neben der Tatsache, dass ich überhaupt keinen Bock habe, mit welchen Leuten zu sprechen. Vor allem nicht auf Englisch. Das funktioniert zwar, aber ich glaube, ich bin hier auf russischen Server. Ich weiß gar nicht, was für ein Server ich bin. Ich hab so lange auf Server einfach gedrückt, bis ich auf einen draufgekommen bin und dem Tag war. Oh. Ach nee, das war nur Zufall, dass das Laufen geklappt hat. So. Aber irgendwie sehe ich hier keine Gammelköpfe. Was ist denn hier los? Das ist ja in der Tat gar nicht schlecht. Zombiefrei. Da hinten ist ein LKW, den wollte ich mir nicht gerade reparieren. Oh nein. Alter, ich kann nicht in diese Richtung da laufen. Warte mal. Warum kann ich mich überhaupt so frei drehen? Ich muss mal kurz gucken hier. Ich hab mit der 5, das ist doch eine Doppelbelebung. Das sehe ich doch. Infantry-Kontor, also man sieht hier schon, man kann ja jede Menge machen. Watch Toggle, ja klar, genau. So, Chat habe ich auf die 5 gelegt, weil auf der Taste, da hat es nicht funktioniert. Oh Wunder, oh Wunder. Ach, Center Look. Upsala, warte mal. Kann ich denn das wieder entsperren? Also eigentlich nur, indem ich nochmal auf die 5 drücke. Ja, es hat auf jeden Fall super funktioniert. Vielleicht, wenn ich den Amlock ausmache? Ne, das bringt auch nichts. Ey, das ist echt extrem dumm. Verdammt, warum habe ich das auf die 5 gelegt? Ich bin doof. Hier ist übrigens ein toter Zombie, wie ich sehe. Aber ich kann ihn nicht an... Ah, ich laufe hier wie auf Schienen. Verdammte Hacke. Es ist... Oh, warte, den hätte ich plündern können. Zurück. Der hat immer eine Bandage dabei. Nee, hat er gar nicht. Der hat gar nichts dabei. Geflucht. Ja, das mit diesem Center-Look ist echt ein bisschen dämlich. Ja. Ich sehe, mein Kollege hat auch nichts gefunden. Das ist ja schön. So, ich muss mal kurz gucken, wie ich das wieder rückgängig machen kann. Das ist ja richtig hässlich. Was habe ich denn da gemacht? Vor allem muss ich erstmal das Ding hier, das muss ich erstmal runternehmen. Das ist so roh, so zack, delete, bam. Ich höre gerade, der Kollege hat einen Zombie angelockt, ich lege mich erstmal hin. Übrigens, da ich sehe gerade, da war er. Also, im Hintergrund sehen wir, wie der Kollege gerade stirbt. Ich kann nicht das so beiseite schieben, der nicht. Ah ne, er hat es geschafft zu entkommen.
Gut, soviel zum Thema, Zombies hauen nicht mehr durch Türen zu. Na gut, jetzt hauen sie nicht mehr durch die Türen durch, sondern sie gehen einfach durch. Na gut, ich hoffe, der lockt das Vieh nicht zu mir und ich kann das zwischendurch meine Bedienung umändern. Weil es muss ja eigentlich irgendwie so einen normalen Look geben. Warte, da war's doch. Look is left alt. Okay. Das ist auch ein Mensch, ne? Gut. Ja, das mit dem Look hat übrigens nicht geklappt, also. Oder geht es jetzt wieder? Nee. Okay, Look ist schon mal auf jeden Fall das Falsche. Merken wir uns, das ist das Geräusch, wenn Menschen über den Boden langkriechen. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Ich mache das hier natürlich nur, um zu zeigen, wie. Ich kann es rendern. Herzlichen Glückwunsch. Ja, warum hat der denn das bitte schon auch nicht deleted? Hallo, du sollst das wegmachen. Das will ich nicht mehr. Ja, delete. Ja, gut. Schön. So. Track, ne? Bla, look, ne? Look down, right. Super. Jetzt kann man das komplette Spiel ohne Maus spielen. Das ist ja hervorragend, aber ich hätte das jetzt gerne bitte wieder resettet. Oder muss ich dafür echt das Spiel neu starten? Das wäre mir überhaupt nicht recht. Ich kann Toggle Weave mit Enter machen. Also auf dem Numblock Enter. Ne, ich kann immer noch diesen tollen Center View machen. Was ist, wenn ich den gar nicht möchte? Ich meine, es ist ja anscheinend nicht so, dass ich den umschalten kann. Das ist ein bisschen dämlich. Ist mir ein Tag schon aufgefallen, oder habe ich halt. Da war ich halt danach wieder tot, beziehungsweise es war dunkel. Genau, es war dunkel, ich war nicht tot. Gestorben bin ich erst heute wieder. Komm ich jetzt irgendwie durch die Tür durch? Ist ja unglaublich. So, die Dosen da. Oh, das. Die Dosen übrigens sehen sehr leer aus. Das ist ein bisschen dämlich, ne? Da, die konnte ich aber. Ich leg mich mal lieber wieder hin. Anscheinend gibt es hier doch mehr Zombies als gedacht. Weil irgendwie mein. Oh Gott. Es hört sich fast so an, als würde er neben mir stehen, aber ich verlasse mich. Oh, ich bin absolut nicht sichtbar. Hervorragend. Okay, ich muss mal. Ich muss den Chat hier leider schweren Herzens wieder runterlöschen. Und müssen, dafür machen wir mal eben. Enter, use default action. Boah, Gott. Mach ich den Center Look hier mal wieder rein auf die 5? Achso, der war sowieso. Das hat er sich gar nicht gemerkt. Na, verdammt, er merkt sich das sowieso nicht, was ich hier mache. Warum drücke ich ja nicht mal Video-Options? Also nehmen wir Tatsache, dass ich kann hier gerade eh nicht viel rumrennen. Also mit der Steuerung sowieso nicht und auch so im Speziellen nicht, weil so, back, continue, so. Ah, okay, wenn das Ding nicht doppelt belegt ist, dann kann man es auf der Rückgängig machen. Das ist ja natürlich super. Gut, hat man das Problem auch. Nee, zu früh gefreut. Zu früh. Oh, warte, ich kann das Tor hier zumachen. Dann mache ich das auch glatt. Ist der Tor wieder gerade ernsthaft an mir vorbeigelaufen? Ist ja super. Also ein Vorteil hat natürlich dieser komische Dingens. Ich kann mir wunderschön über die Schulter gucken. Aber ich kann nicht rumrennen. Ach, ich bin das auf. Warum geht das nicht? Wer hat sich denn diesen blöden Guckmodus ausgedacht? Was ist denn das? Oh, ich bin tot. Weil ich kann so absolut nicht wegrennen. Oder? Kann ich? Nee, kann ich nicht. Oh Gott. Naja gut, dann bin ich heute das zweite Mal wegen dummer Kuckung gestorben, weil ich hier gerade die ganze Zeit vorne zurückgelaufen bin. Ich verabschiede mich erstmal, so wie zum Thema Let's Anspiel. Ich versuch's dann. Die nächste Aufnahme mal ein bisschen mache ich morgen, glaube ich, wenn es heller am Tag ist. Mal gucken, ob ich damit vielleicht besser klarkomme. Und übrigens, zwei Zombies brauchen verdammt lange, um einen zu töten. Also wenn ich jetzt noch irgendwelche Chancen hätte, könnte ich jetzt niederschießen, die Burschen. Wobei Chancen in diesem Fall eine Marke drauf wäre, die man früher mal abstandardig hätte. Na gut, dann sterbe ich mal wohl. Das dauert aber wirklich lange. Und dann. Oh, da oben wäre sicherlich auch noch was gewesen. Wie auch immer der Ort hier heißt, der wäre auf jeden Fall was gewesen, aber naja. Okay, ich bin tot.